Wir starten unsere Bergtour auf den Stoderzinken, ausgehend von der Rosemi-Alm in einer Seehöhe von 1785 Metern in Richtung Friedenskirchel. Der gemütliche Wanderweg bietet einen schönen Blick nach Gröbming und ins Ennstal. Nach etwa 20 Minuten erreicht man das 1902 von Emil Ritter von Horstig errichtete Friedenskirchel, das frei von allen Konzessionen für ein friedliches Miteinander aller Menschen und Frieden auf Erden steht. Auch der steirische Heimatdichter Peter Rosecker war von dieser Idee und der spektakulären Lage begeistert, als er im Jahr der Errichtung diesen einzigartigen Ort besuchte. Ein Denkmal oberhalb der Rosemi-Alm erinnert an dieses Ereignis. Wenige Meter nach dem Friedenskirchlein beginnt die Seilsicherung für die Klettersteige. Der kleine Vorplatz dient als Anlegestelle für die Sicherheitsausrüstung. Insgesamt stehen den Bergsteigern 6 Klettersteige mit den Schwierigkeitsstufen A bis D zur Verfügung. Der Stoderzinken ist ein Teil des Kemet- oder Kammgebirges, das zum östlichen Teil des Dachsteinmassivs gehört und mit der Kammspitze und dem Grimming im Osten endet. Die Felswände aus Kalkgestein sind Richtung Süden ausgerichtet. Das ermöglicht, bei sonnigem und trockenem Wetter, auch noch im November, vor dem ersten Schnee, eine gefahrlose Begehung der Klettersteige. Die mit einem durchgehenden Stahlseil gesicherten Routen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und liegen heute voll im Trend. Die Geschichte dieser Art von Bergrouten beginnt im Ersten Weltkrieg, als in der Region Dolomiten italienische Gebirgstruppen begannen, Versorgungswege ins Hochgebirge für die Soldaten sicherer zu gestalten. Schon 75 Jahre früher, im Jahr 1843, organisierte der Österreicher Friedrich Simoni den Bau eines Steiges am Dachstein. Verschiedene Steighilfen aus Eisenstiften, Handhaken, in den Fels gehauene Griffe und Stufen, aber auch schon fix montierte Hanfseile erleichterten den Bergsteigern das Erklimmen von Felswänden. Im gesamten Alpenraum gibt es mittlerweile mehr als 1000 Klettersteige. Rund 500 sind es in Österreich. Tendenz steigend. Jährlich werden über alle Bundesländer verteilt durchschnittlich 10 neue Anlagen errichtet. Nach einer kurzen Gehpassage erreichen wir die letzten Meter der Seilsicherung.
auf einem schmalen Pfad über weitläufige Almwiesen und traumhaftem Rundumblick, gelangt man in etwa 10 Minuten zum Gipfelkreuz des Stoderzinken in 2048 Metern Seehöhe. Der Blick von hier oben reicht über die niederen Tauern, das Tote Gebirge und die Berge des Salzkammerguts bis hin zu den Gletschern des Dachsteins. An besonders klaren Tagen kann man im Südwesten sogar den Großglockner erkennen. Der Rückweg führt am Startplatz der Paraglider vorbei. Die bunten Schirme vor dem malerischen Hintergrund des Ennstals und der niederen Tauern ergeben ein fantastisches Fotomotiv. Der Abstieg vom Gipfel zurück zur Rosemi-Alm dauert etwa 30 Minuten. Der Stoderzinken zählt mit seinen zahlreichen Attraktionen, der faszinierenden alpinen Landschaft und wegen der herrlichen Wanderwege zu den schönsten Bergen in der Steiermark.